schön, dass du wieder dabei bist bei deinem Podcast Erfolgreich Glücklich Sein. Hier ist Walter von Herz über Kopf, deinem Podcast, der dich unterstützt, in dein ganzes Strahlen, in dein Potenzial und in die Erfüllung deiner Herzenswünsche zu kommen. Und heute ist das Thema, wie du ein Magnet für Glück und Zufriedenheit wirst. Also Magnet heißt ja, du ziehst es an, anstatt irgendwo dich hinzuarbeiten. Und daher soll es heute darum gehen, Magnet zu werden und wie du das sein kannst. Und natürlich geht es darum auch beim Magneten, dass du auch Dinge abstoßen kannst. Also geht es ganz speziell heute um deinen Magnetismus und wie du Glück abstößt oder anziehst. Und da sind wir schon direkt beim ersten Punkt, nämlich wie funktioniert das Anziehen und wie funktioniert das Abstoßen? Ich meine, wir reden immer wieder von dieser Energiewolke, der Energiewolke, mit der du dich umgibst, die du automatisch kreierst. Und wie kann man das verstehen, diese Energiewolke? Die Energiewolke bist du. Du bist ein energetisches Wesen. Du bist nicht nur einfach dein Körper und ein Gehirn, das da drin funktioniert und auch ein Herz, das darin schlägt, sondern du bist Energie. Quantenphysisch, also wenn du mal wirklich in die kleinsten aller kleinen Teile bei dir schaust, da ist nichts mehr. Da ist nur noch Energie. Und daher sagen auch viele Quantenphysiker, die sagen, du bist letztendlich 99,9% massefreier Raum, heißt Schwingung, heißt Energie. Und dieser massefreie Raum, der hört auch nicht irgendwo auf an einer Haut oder an einer Außengrenze. Warum? Er ist ja massefrei. Also du bist sozusagen durchgängig ein Energiefeld, ein wandelndes Energiefeld. Und das machen wir uns natürlich nicht bewusst, weil wenn wir in den Spiegel schauen, dann sieht es aus, als hätten wir eine Grenze, als würde das nicht nach außen gehen und als könnten wir durch unser Leben gehen wie mit einer Maske. Heißt also, wir zeigen den anderen ein anderes Gesicht, als wie es innen aussieht. Und das kennst du sicher auch bei dir, dass du in gewissen Situationen lachst, obwohl du heulen könntest oder ernst guckst, obwohl dir zum Lachen zumute wäre, gerade über andere oder über dich selbst. Und die Schwingung jedoch, die in diesem Moment in dir ist, die geht ungefiltert nach draußen und die bewirkt etwas. Wenn du dir vorstellst, dass eben nicht nur du ein wandelndes Energiefeld bist, sondern eben auch die anderen, dann interagieren diese Energiefelder auch miteinander, ohne dass sie es merken. Vielleicht kennst du den Moment, wenn jemand in einen Raum reinkommt und du spürst sofort, wow, okay, das ist interessant, interessanter Mensch, der zieht mich an, mit dem würde ich jetzt gerne ja etwas reden oder mehr von ihm erfahren. Umgekehrt kennst du das sicher auch und es kommt jemand in einen Raum rein und du merkst sofort, nee, lieber nicht. Also mit dem möchte ich oder mit der möchte ich auf gar keinen Fall irgendwas zu tun haben, weil diese Person etwas ausstrahlt, das dich in irgendeiner Form abstößt, wo du sagst, nee, da möchte ich eigentlich nichts mit zu tun haben. Und Christina redet ja auch immer von den Schubladen. Und das ist genau das. Wir gehen in Resonanz mit einer Schwingung im Außen und um uns sicher zu fühlen, agiert der ganze Körper sofort auf dieses Energiefeld und steckt ihn in eine Schublade gefährlich oder sicher, gut oder schlecht. Und ich glaube, das ist etwas, was ganz automatisch passiert, weil die Natur uns so gebaut hat, damit wir relativ schnell spüren, der ist was für mich und der ist nichts für mich. Jetzt ist es natürlich so, dass wir diese Energiefelder wahrnehmen aufgrund unserer Erfahrungen, aufgrund dem, was wir in unserer Kindheit erfahren haben. Zum Beispiel, wenn du einen sehr dominanten Vater hattest, dann kann es sein, dass du auf Männer, die sehr dominant auftreten, reagierst auf die eine oder auf die andere Art. Wir sind also geprägt von dem, was wir erfahren haben. Das hat sich tief in unser Unterbewusstes abgespeichert. Und wir reagieren auf die wandelnden Energiefelder um uns herum. Und in dem Moment, wo wir reagieren, verändern wir unser Energiefeld wieder. Es geht also darum, dass du verstehst, dass du tatsächlich dein Energiefeld bestimmen kannst. Und dazu gehört natürlich ein gewisses Maß an Bewusstsein, dass du spürst, wenn du in alte Reaktionsschleifen kommst und dir auch wirklich mal anschaust, was das in deinem Leben bewirkt hat. Genau diese Reaktionsschleifen. Was meine ich mit Reaktionsschleifen? Zum Beispiel der Rückzug. Dass du dich zusammenziehst, dass du zurückgehst, dass du nur noch zuhörst in gewissen Gesprächen, dass du vielleicht gar nicht mehr mit den Menschen wirklich interagierst, dass du dich nicht zeigst.
einfach um dich sicher zu fühlen. Das wäre ein typisches Muster, das wir leben oder das du lebst. Oder vielleicht ist es auch das Muster, dass du immer allen erzählen musst, wie toll du bist. Dass du ständig von deinen Erfolgen und von dem, was du alles schon gemacht hast, erzählen musst, damit du dich sicher fühlst. Letztendlich sind diese alten Verhaltensmuster wirklich nichts Schlimmes. Wir haben sie alle, jeder auf seine Art. Und ja, wir nennen sie das Ego, das sich letztendlich nur sicher fühlen will und gewisse Strategien hat, um eben diese Aufmerksamkeit, Anerkennung, Liebe zu bekommen, damit es sich gut anfühlt. Also können wir sagen, dass deine Ausstrahlung dein Leben bestimmt, zumindest mit beeinflusst. Weil du hörst nicht an deiner Körpergrenze auf, sondern du gehst wirklich in das Feld über mit deiner Energie. Und manche sagen, du bist ein unendliches Wesen, ja, also deine Seele ist sicher mit dem großen Ganzen verbunden. Du bist also ein Wesen, das ständig interagiert mit dem ganzen Feld um dich herum. Und schon bist du ein Wesen, das anzieht oder abstößt, je nachdem, was du gerade erfährst. Du bist ja wahrscheinlich auch kein Mensch, der wirklich in allen Lebensbereichen Probleme hat, sondern du vielleicht bist du ein Mensch, der sehr zufrieden und glücklich ist, der aber in ganz speziellen Lebensbereichen einfach so seine Themen hat. Sei es in Partnerschaft, dass du einfach nicht den richtigen findest oder dass du vielleicht im Beruf eigentlich immer so an der Schmerzgrenze rumkrabbst, wo du halt wirklich nie Geld hast oder wirklich keinen Erfolg hast oder aus deiner Sicht eben nicht das gefunden hast, was dich ausmacht, wo du dein ganzes Herz reinbringst. Und ich habe gerade gestern, ich bin hier gerade auf Fuerteventura und ich habe gerade gestern auf einem Grillfest wirklich eine interessante Unterhaltung mit einem Spanier gehabt, ja, der eigentlich genau seins gefunden hat und der total begeistert ist von dem, was er macht. Er macht irgendwelche Radtouren und er macht für eine große Firma einfach Touren zu verschiedenen Rad-Events. Er ist total happy mit dem, was er tut und er sagt, ja, also er verdient zwar nicht so wahnsinnig viel, aber die, die viel verdienen, die haben ja auch nicht so ein tolles Leben wie er. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist ein interessanter Gedanke. Das heißt also, die, die viel Geld verdienen, haben nicht so ein geiles Leben wie du. Umkehrschluss, wenn du viel Geld verdienst, hast du ein scheiß Leben. Ist das richtig? Ich sagte, ja, genau so sieht das. Und ich sage, genau das ist die Blockade für dich, um Geld zu verdienen. Und das ist nur ein Beispiel. Weil wenn ich das denke, dann strahle ich das genauso aus und auf irgendeine magische Weise reagiert mein Leben, mein Umfeld und auch letztendlich das Geld genau auf diesen Gedanken. Und ich habe zwar ein glückliches Leben, aber das Geld kommt nicht so richtig zu mir. Und da ist es natürlich ganz spannend, dieses Mindset, wie man so sagt, Neudeutsch. Wie ist dein Mindset in dem Thema, wo du so deine Themen hast? Und wenn wir jetzt mal das Thema Geld nehmen, es ist schon spannend, dir mal zu überlegen, wie viel Geld würdest du am liebsten verdienen im Monat von jetzt aus in einem Jahr, sagen wir mal. Wie viel Geld würdest du gerne verdienen? Was wäre möglich für dich, wenn du das Maximale rausholst? Was wäre möglich für dich? Wie viel Geld könntest du verdienen? Und wenn du jetzt sagst, naja, also vielleicht 3.000, 4.000, vielleicht 5.000, vielleicht sind es 10.000, 20, 100. Es gibt keine Begrenzung. Was ist das, was du verdienen willst? Und wenn du dir jetzt einfach mal eine Zahl aufschreibst oder einfach im Kopf behältst, wenn dein Thema Geld ist, also es geht ja jetzt wirklich nicht um Geld, nur es geht um jedes Thema, es geht jetzt ums Mindset. Und wenn du jetzt sagst, okay, ja, wenn alles optimal laufen würde, kann ich in einem Jahr 10.000 Euro im Monat verdienen. Und jetzt ist es spannend, mal zu schauen, wo du dein Limit gesetzt hast. Wenn du jetzt ein Limit gesetzt hast bei 3.000 oder ein Limit gesetzt hast bei 10.000 oder ein Limit gesetzt hast bei 50.000 oder wenn du selbstständig bist, das ist ja auch immer ganz spannend, da denkt man natürlich viel größer, vielleicht sogar bei 100.000, dann ist das der Referenzrahmen, in dem sich dein Geldverdienen abspielen wird. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass du tatsächlich plötzlich aufsteigst und wahnsinnig viel Geld verdienst. Das passiert natürlich auch immer wieder. Aber genau hier ist es spannend, wo setzt du deine Grenze? Für alle, die jetzt schon sagen, ach, es geht doch nicht immer um Geld, jetzt was redet der von Geld? Ja, über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Und das ist dennoch eins der interessantesten Themen, gerade für Menschen, die sich für Spiritualität und für
ja, für inneren Wachstum interessieren, die haben so ihre Probleme mit Geld. Und die haben ganz oft, gerade als Coach, und davon kennen wir einige, haben ganz große Herzensziele, aber haben wirklich ein Problem, dafür Geld zu nehmen. Und so könnte es sein, dass du jetzt ein Coach bist, der sich eigentlich innerlich doch ganz gerne ein bisschen mehr Geld wünschen würde, aber eben wirklich innerlich die Blockade hat, dass man zum Beispiel für die Arbeit, spirituelle Arbeit, eben kein Geld nehmen darf oder nur wenig Geld. Sonst ist es unanständig. Und diesen Mindset auf die Spur zu kommen, ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Sache. Warum? Es ist eine unterbewusste Ausrichtung, was du für möglich hältst und was du für unmöglich hältst. Nehmen wir ein anderes Beispiel, falls dich das Geldthema gerade triggert. Kein Problem. Nimm ein Thema Beziehung. Was ist da wirklich dein Mindset? Wie denkst du wirklich über Beziehungen? Funktioniert es überhaupt? Gibt es überhaupt die Möglichkeit, dass du dich so weit öffnen kannst, dass du eine erfüllte Beziehung führen kannst? Und wo denkst du über das andere Geschlecht oder vielleicht sogar über das gleiche Geschlecht, je nachdem, wie du ausgerichtet bist? Wie denkst du über deine Partner, deine möglichen Partner, deinen jetzigen Partner, was da überhaupt möglich ist? Bei uns ins Coaching kommen so viele Menschen, die sagen, naja, jetzt mit uns, das wird sowieso nicht mehr so wahnsinnig toll. Wir versuchen es jetzt einfach nur einigermaßen hinzukriegen, sei es die Trennung oder dass man sich eben nicht die Köpfe einhaut. Aber genau hier ist auch wieder das Mindset, was willst du und was hältst du für möglich? Also auch das ist ganz, ganz wichtig für das Thema, der Magnet zu sein für Glück und Zufriedenheit und dir deine Ziele hochzustecken. Und du kennst ja das Thema mit den Zielen, dass wir sagen, es gibt Ziele, es gibt Visionen, aber deine Ziele sind wunderbar, verbinde sie mit Visionen, verbinde sie mit Inhalt und verbinde sie mit deinen Werten, verbinde sie mit dem, was dich wirklich ausmacht. Und wir haben gerade so einen ganz lustigen Messenger-Bot, nennt sich das, eingerichtet bei Facebook. Ich werde den Link drunter setzen, hier in die Shownotes. Da kannst du es mal ausprobieren. Du kannst mal deine Ziele, dein Mindset überprüfen. Nämlich, du schreibst erstmal auf in dieser Abfolge von Fragen, das geht dann automatisch im Facebook Messenger. Stellst du rein, schreibst erstmal auf, was du dir wünschst. Und der Bot, also dieses Visionsorakel, wie wir es genannt haben, der stellt dir dann einfach immer wieder dieselbe Frage und du wirst sehen, du kommst immer tiefer und tiefer und tiefer. Und ich kann dich da echt zu einladen, weil es wirklich eine tolle Sache ist, die wir in Zweierübungen auf unseren Seminaren immer machen und die wir hier auch immer wieder mal erwähnen. Also klick mal unten auf den Link in den Shownotes, ist wirklich eine lustige Sache, kostet natürlich nichts. Probier es einfach mal aus. Also das Mindset ist das eine, dass ich weiß, okay, was halte ich für möglich, was halte ich eben nicht mehr für möglich. Und das nächste ist sicher auch die Klarheit. Wie genau weißt du eigentlich, was du willst? Und warum willst du das? Auch hier wieder die gleiche Frage, deine Ziele, deine Visionen mit inneren Werten zu füllen. Das Ganze kennst du schon aus früheren Podcasts, ich weiß, aber wir erzählen es immer wieder. Warum? Weil es so wichtig ist, dass wir uns immer wieder überprüfen. Es reicht nicht, wenn du einfach hier einen Podcast hörst und dann denkst, naja, hoffentlich wird es irgendwann was. Nein, du bist Magnet für dein Glück oder für dein Unglück. Und wenn du eine gewisse Ausstrahlung, eine Negativität in dir nicht erkennst und nicht spürst, dann strahlst du das weiter raus. Wir haben es in anderen Podcasts genannt, wie so eine Art Radiosender. Und hier kannst du dich wirklich jetzt einmal fokussieren auf deine magnetische Ausstrahlung. Ist es etwas, was Glück anzieht oder Glück abstößt? Die nächste Frage ist tatsächlich, lebst du das schon, was du wirklich willst? Und auch da kenne ich so viele Menschen, die zum Beispiel auf der einen Seite sagen, ja, ich wünsche mir eine erfüllte Beziehung. Und auf der anderen Seite schreien sie ihren Partner an. Oder sind eigentlich ständig am Betrügen, am Lügen oder hintergehen sich gegenseitig oder fangen an, immer wieder den gleichen Streit zu führen. Also die Frage ist, du weißt inzwischen, was du willst, aber lebst du auch schon das, was du willst? Weil eine Vision und ein Magnetismus entsteht nur dann, wenn du das, was du möchtest, eben auch lebst. Und da kommen wir, wie auch schon ganz oft erwähnt, immer wieder an so eine Art Grenze, an unsere Mauer, unserer Komfortzone. Weil wenn ich nämlich plötzlich etwas leben soll, dann muss ich höchstwahrscheinlich über eine Mauer steigen, nämlich die Mauer meiner Komfortzone.
Nehmen wir mal das Beispiel, du bist in einer Beziehung und du wünschst dir authentische Kommunikation auf Augenhöhe. Und du bist jetzt vielleicht jemand, der immer zu deinem Partner hochgeschaut hat, immer gesagt hat, wow, Mensch, ja, ich mach so, wie du willst. Sei es jetzt du der Mann oder du die Frau, spielt eigentlich keine Rolle. Es gibt's immer wieder, dass das Ganze eben nicht auf Augenhöhe passiert, sondern dass der eine sich letztendlich immer dem anderen unterstellt oder es ihm recht macht oder ihr recht macht. Hauptsache, dass kein Ärger ist. Hauptsache, dass wir einfach miteinander gut klarkommen. Ja, ich tue einfach was für die Harmonie, ist dann die Ausrede. Aber letztendlich ist das totale Selbstverarschung. Warum? Weil du eben tatsächlich dich selbst verlässt dabei. Du wünschst dir Kommunikation auf Augenhöhe, dann kommst du dabei nicht drum rum, dass du dich entwickelst und zwar anfängst, auf Augenhöhe zu kommunizieren. Nämlich mit deinem Partner, der vielleicht etwas dominanter oder mehr im Vordergrund oder stärker ist. Und dann zu sagen, du Schatz, ich wollte ja mal sagen, wie es mir jetzt gerade geht. Und ich habe immer das Gefühl, wir sind nicht auf Augenhöhe und ich möchte jetzt einfach mal erzählen, wie es mir geht. Das wäre zum Beispiel eine mutige Variante, das zu leben, was du willst. Visionen kommen nicht einfach vom Himmel gefallen, sondern du ziehst sie an. Natürlich durch Visionsarbeit, heißt durch Meditation, Visionsmeditation, durch unseren Mindmovie, den ich immer mal wieder erwähnt habe oder Christina erwähnt hat. Also ein Video, wo du wie so eine Art digitales Vision Board erschaffst, wo du immer wieder dich motivierst mit einer hochbegeisterten Emotion und eine klare Ausrichtung, dann das wirklich visualisierst, als wäre es schon da. Das ist ein Grundprinzip, das ist super, wenn du das machst. Aber wenn du dann nicht lebst, was du möchtest, dann ziehst du dich letztendlich wieder zurück. Wir meditieren eine Stunde mindestens am Tag, jeden Tag. Aber dann darf ich zum Beispiel, heute Morgen habe ich über eine Stunde meditiert, aber jetzt geht's doch darum, wie bin ich heute in diesem Tag? Wie gehe ich durch meinen Tag? Und wann fange ich an, etwas zu tun, was sich gegen meine Vision arbeitet? Ich gehe sozusagen wieder zurück. Ich ziehe mich selbst wieder zurück aus meinem neuen Ich und das alte Ich wird wieder stärker. Wenn ich eine Stunde meditiere und ich sag mal 16 Stunden lang irgendeinen Scheiß mache in meinem Leben, dann brauche ich mich nicht wundern, dass das, was ich mir so wünsche, nicht in mein Leben kommt, sondern ich darf es leben. Und da sind wir wieder gleich bei dem Thema von vorhin, dass es auch darum geht, wie mutig du bist, ob du wirklich bereit bist, für deine Vision zu gehen. Ob du bereit bist, wirklich deinem Ego letztendlich den Weg abzuschneiden und zu sagen, pass mal auf, ich erzähle jetzt allen von meiner Vision zum Beispiel. Ich habe einen kennengelernt, der hatte da echt ein Riesenthema mit und hat dann im Coaching hat er gesagt, ja, also ich weiß ganz genau, was ich will, aber naja, also ich lass mir da einfach mal die Türe offen, mal schauen. Ich erzähle das auch lieber niemand, warum, weil dann lachen die mich vielleicht aus, wenn es nicht klappt und so weiter. Und dann habe ich nur gesagt, ja, du lässt deine Türe offen und da kommt dein Ego wieder rein, genau durch diese Türe. Stell dir mal vor, du würdest jetzt einfach deinem ganzen Umfeld erzählen, was du vorhast und was deine Vision ist und dass du genau dorthin willst. Und ich rede natürlich von Menschen, die ihre Vision gut überprüft haben, ob das wirklich ihren Werten und ihren inneren Ausrichtungen entspricht. Und dann wie die Tür hinten zuschmeißen, hinter sich und allen davon erzählen und zu sagen, ja, und wenn es nicht klappt, gut, dann habe ich es wenigstens versucht. Ich kommuniziere es, weil ich schneide mir selbst den Weg zurück ab, weil die meisten Menschen gehen nämlich wieder zurück. Die haben eine tolle Vision, ich sag mal eine erfüllte Beziehung, oder sie haben den Job, der sie wirklich erfüllt. Und dann kommen sie an die Grenze ihrer Komfortzone oder gehen vielleicht ein Stückchen drüber raus und dann wird es plötzlich ungemütlich und dann gehen sie schnell wieder zurück und sagen, ach nee, ich mache lieber meinen Job weiter. Ja, was passiert dann wohl, wenn das und das? Ja, das funktioniert dann halt auch nicht mit diesem Magnetismus für Glück, weil du strahlst auch diesen Mut aus, du strahlst auch diese Klarheit aus. Und wenn du darüber redest und wenn du das all deinen Freunden erzählst und wirklich dir selbst und deinem Ego den Weg zurück hinter dir abschneidest, dann wird es eine viel größere Kraft in dir entwickeln, weil dich vielleicht deine Freunde auch darauf ansprechen. Die vielleicht fragen, ja sag mal, bist du eigentlich immer noch in deinem Job? Du hattest doch vor, wirklich dich zu bewegen und dein Herzensbusiness aufzubauen oder deinen Job zu finden, wo du dein Herz hineinbringen willst. Und da gibt's natürlich tausend Wege und es gibt die Strategie der kleinen Schritte. Es geht also nicht darum, irgendwelche Harakiri-Schritte zu gehen,
und sofort zu kündigen oder irgendwas zu tun. Nein, darum geht's nicht. Aber du hast es nach außen gegeben, du hast es jedem erzählt, du hast gesagt, yo, ich gehe jetzt diesen Weg, ich entscheide mich für mich, ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben. Und wenn du das tust und sozusagen mutig nach vorne gehst, egal in welcher Geschwindigkeit, es kommunizierst an die anderen, dann verhinderst du dabei, dass du dich selbst verarschst, dass du dir selbst irgendwann du so ein kleines Türchen hinten auflässt und sagst, ja, so wichtig war das jetzt auch nicht, sondern wirklich diese Vision zu leben und auch nach außen zu geben. Und da fällt mir noch ein anderer, doch recht wichtiger Punkt ein, den ich mit dir teilen will. Das ist die Frage, wie gut kannst du aus deinem eigenen Drama aussteigen? Warum? Weil das erleben wir auch, Christina und ich, immer wieder, dass wir in gewissen Situationen, also Christina manchmal ein bisschen mehr als ich, in so eine Art Drama kommen und sagt, oh, das wird ja alles nichts und das, was wir uns so vorgestellt haben, ja. Und in dem Moment fängst du an, eine Ausstrahlung nach außen zu senden, des Zweifels, der Negativität, wo du dich selbst und deine eigenen Ziele torpedierst. Das passiert uns immer wieder. Also passiert es dir auch und wahrscheinlich jedem Menschen. Erfolgreiche Menschen haben einfach die Gabe, zu erkennen, wann sie wieder in einem Drama sind. Wann sie wieder etwas nach außen schmeißen und das Ganze schlimmer machen, als es ist. Weil genau das passiert im Drama. Das wird nichts. Heißt, es wird nie wieder was. Und das ist Quatsch. Vielleicht hast du einen kleinen Rückschlag erhalten. Vielleicht ist irgendwas nicht ganz so toll gelaufen. Ja, der positive und erfolgreiche Mensch, der hat auch Rückschläge. Der fällt hin, steht wieder auf und geht weiter. Und es gibt Menschen, die sagen, gerade erfolgreiche Menschen, wenn du das tust, immer wieder aufzustehen, immer wieder weiterzugehen und immer wieder deinem Herzen zu folgen und deine Vision wirklich zu nähern, dann kommst du auf jeden Fall dort an. Warum? Weil du ja nicht genau sagst, ich brauche das Ziel, ich muss unbedingt genau dort ankommen, sondern du sagst, okay, das ist die Richtung. Und wie sich das dann in deinem Leben manifestiert, okay, das wissen wir nicht. Aber wichtig ist, dass du aus dem Drama aussteigst und nicht wieder in deinem Drama versinkst und sagst, ach, das wird alles nichts, das ist, ich bin ja auch zu blöd und ich schaffe das nicht und das, ach, ich mache wieder genau wie vorher. Weil eins ist ganz sicher, dass es nicht so krass ist, wie du es in diesem Moment empfindest. Dass du dich beruhigen darfst und wieder in deine Mitte zurückkehren kannst. Und da möchte ich dir eine ganz schöne kleine Übung zum Schluss noch mit auf den Weg geben, die du mal ausprobieren kannst. Die heißt Aussteigen aus dem Drama. Das Wichtigste überhaupt ist, es zu bemerken. Wenn du bemerkst, dass dein Drama gerade anläuft, dann ist der zweite Schritt, dich zu beruhigen und wirklich die Entscheidung zu treffen, stopp, ich weiß, das tut mir jetzt gerade nicht gut. Ich weiß, das bringt überhaupt nichts außer negativer Ausstrahlung. Ich lade meinen Magneten gerade negativ auf. Er stößt also alles ab, weiß ich. Also ich entscheide mich jetzt, da rauszugehen. Und dann, egal wo du gerade bist, steh auf, konzentrier dich, schließ die Augen und sag so. Und jetzt gehe ich einen Schritt nach vorne und gehe raus aus meinem Drama. Also, egal wo du bist, du schließt die Augen und gehst einen Schritt nach vorne. Okay, wenn du gerade an der Klippe stehst, machst du es am besten nicht. Aber wenn du wirklich diesen Schritt in ein sicheres, in einer sicheren Situation gehen kannst, dann gehst du einen großen Schritt nach vorne. Und das kannst du sogar mitten in der Stadt, das kannst du sogar auf dem Gehweg, das kannst du überall, dass du dir bewusst machst, so, hier ist gerade Drama und ich gehe jetzt einen Schritt nach vorne, ich gehe raus aus meinem Drama. Was passiert dabei? Du wirst merken, das Drama hört auf. Warum? Es hört vielleicht nicht sofort auf, aber es hört auf, warum? Weil du es dir bewusst gemacht hast und weil du sagst, stopp, ich gehe hier diesen Weg nicht weiter. Dich wieder zu konzentrieren, dich wieder zu zentrieren, deine Entscheidung wieder neu zu treffen, wo du eigentlich hin willst und zu sagen, okay, ich vertraue jetzt darauf, dass was Besseres kommt, wenn jetzt gerade was schiefgegangen ist. Ich vertraue darauf, dass einfach ja dieser Moment wieder vorbeigeht und ich weitergehe. Ich halte die Richtung. Und genau diese Achtsamkeit, wie du jetzt gerade in deinem Leben bist, die wird dein Leben verändern.
Wenn du merkst, wie du gerade dein Leben lebst, wenn du merkst, dass du gerade Negativität ausstrahlst, wenn du merkst, dass du gerade deine Vision abstößt, anstatt sie anzuziehen, dann wird sie auch wirklich in dein Leben kommen, weil du immer mehr sie anziehst, anstatt sie abzustoßen. Ist doch ganz klar. Stell dir vor, die Vision ist 100 Meter weg und du ziehst sie an, sie kommt 50 Meter näher und dann kommt so ein Rückschlag und dann schiebst du sie wieder 50 Meter weg. Also es kann sein, dass sie immer auf dem gleichen Abstand bleibt. Und wenn du das machst, was ich jetzt heute gesagt habe, also dich wirklich achtsam mit dir zu beschäftigen und mit deiner Ausstrahlung und wie du gerade im Leben bist, wenn du mutige Schritte gehst, wenn du eine Klarheit findest, was du eigentlich willst, wenn du mit deinem Mindset arbeitest, also die Möglichkeit für dich wirklich ausweitest, wenn du die Möglichkeit für das, was du erreichen kannst, groß machst, dann bin ich sicher, du wirst einen wunderbaren Weg gehen und eben nicht den Kopfzielen nachzujagen, sondern der Herzvision zu folgen. Und genau das ist das, was dein Glück anziehen wird, deine Zufriedenheit anziehen wird. Und vielleicht sagt der eine, das höre ich auch immer wieder, ach, das mit dem Glück. Ja, Glück, es hat viele Gesichter. Es könnte auch deins haben. Es könnte wirklich dein Gesicht haben und deine Art in der Welt zu sein. Die Frage ist nur, bist du bereit, diesen Weg zu gehen? Oder bleibst du in deinem negativen Muffeldasein und wartest darauf, dass dir das Glück plötzlich vor die Haustür fällt? Und das funktioniert halt normal nicht so. Warum? Weil du ein schöpferisches Wesen bist, ein energetisches Wesen, das mit der Welt interagiert. Du bist ein Teil dieser ganzen Welt und du interagierst mit deiner Ausstrahlung mit dieser Welt. Du bist ein göttliches Wesen. Du bist etwas, was sehr, sehr machtvoll und kraftvoll erschaffen kann. Ich hoffe, du konntest heute ein bisschen was mitnehmen. Natürlich sind das Dinge, die wir immer wieder sagen, aber das ist nochmal auf den Punkt gebracht, wie du ein Magnet für Glück und Zufriedenheit werden kannst, indem du wirklich genau diese Punkte einmal überprüfst. Und damit du dir die auch wirklich nacheinander einmal anschauen kannst, habe ich das Ganze mal auf ein PDF gepackt. Und wenn du Lust hast, dann kannst du es dir hier in den Shownotes anfordern. Dann schicken wir dir das gerne per E-Mail. Dann bekommst du eine Mail mit dem Anhang und gehst dann Schritt für Schritt durch diese Punkte und überprüfst dich. Vielleicht mal, setz dir vielleicht auch mal so ein Limit. Ja, ich möchte das wirklich mal ausprobieren. Ich möchte das mal von mir aus eine Woche ausprobieren. Oder ich möchte es einen Monat ausprobieren. Christina und ich haben vor einigen Monaten gesagt, wir machen einen Monat jeden Tag eine Stunde Meditation. Und wir machen sie immer noch. Und dann danke ich dir sehr für dein Zuhören und dass du hier mit uns diesen Weg gehst. Ich danke dir, dass du diesen Podcast auch teilst mit deinen Freunden, mit den Menschen, die du liebst. Und vielleicht hast du ja jetzt schon jemand im Kopf, dem das auch gut tun könnte, sich das mal anzuhören, sich mal diese Liste runterzuladen und wirklich mal eine Woche lang so eine Challenge zu machen, deinen Magneten mal wirklich vielleicht sogar umzupolen und das Glück anzuziehen, anstatt abzustoßen. Und wenn das so ist, dann schick einfach den Link von der Podcast-Folge weiter. Da freuen wir uns natürlich total. Und natürlich, wenn du ihn auf iTunes mit 5 Sternchen bewertest, das ist natürlich auch super. Ihn kommentierst bei Instagram, bei YouTube. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du dabei bist und dass du dein Licht strahlen lässt, dass du dir diesen Podcast bis zu diesem Punkt angehört hast. Heißt, dass du es willst. Du möchtest gerne ein Magnet sein. Und ich wünsche dir das von ganzem Herzen, dass du wirklich diese Welt veränderst mit deinem Magnetismus, mit deiner Ausstrahlung. Und einen Unterschied machst, weil du kannst einen Unterschied machen. Das ist hundertprozentig sicher, egal wo, egal wie, aber du kannst einen Unterschied machen und das ist das, was uns antreibt. Freue mich, wenn wir uns irgendwann mal kennenlernen, vielleicht auf den Inspirationstagen, vielleicht auf einem dieser Seminare, die unten stehen oder eben weiterhin hier im Podcast, da freuen wir uns genauso. Und denk mal dran, das Visionsorakel auszuprobieren. Auch das steht unten in den Shownotes. Ein einfacher Klick. Das Einzige, was du dabei brauchst, ist Facebook-Zugang oder den Messenger. Alles Liebe dir. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Mach's gut. Dein Ralf.